Über Jahre hat Eva Eberwein Haus und Garten aufwendig renoviert. Das Anwesen wurde 1907 vom Literaturnobelpreisträger Hermann Hesse gebaut. Der wollte hier am Bodensee ein einfaches Leben auf dem Lande führen. Wie lebt es sich heute mit so viel Geschichte? Bayerische Riviera nennt sich der Villengürtel am Bodensee bei Lindau. Margret Braas-Kestel und ihr Mann Rainer haben Glück gehabt. Sie dürfen das Familienerbe am See hüten. Ach, das ist prima. Es ist ja wirklich viel jetzt übrig geblieben vom Sommer. Die bäuerlichen Gärten hatten es Wolfgang Seethaler schon immer angetan. Zum Leben auf dem Lande gehört für ihn ein Obst- und Gemüsegarten. Eine Idylle inmitten von Weiden und Wiesen. Aber jetzt langsam, gell? Ja, das reicht für heute. Der Bodensee. Mit über 70 Kilometern Länge der drittgrößte See Europas erstreckt sich über drei Ländergrenzen. Im Herbst braucht die Sonne oft eine Weile, bis sie den Morgennebel vertrieben hat. In den nahen Alpen liegt bereits Schnee. Doch der See hat sein eigenes Klima. Er wirkt als Wärmespeicher, sodass die Nächte oft noch frostfrei bleiben. Hervorragende Bedingungen für die Landwirtschaft sowie den Obst- und Weinanbau. Der Obersee hinter Konstanz ist kleiner und lieblicher. Besonders die etwas abgelegene Halbinsel Höri gilt auch heute noch als Geheimtipp. In Gainhofen baute der Nobelpreisträger Hermann Hesse 1907 sein einziges Haus. Jungs, könnt ihr schon mal ins Gemüsebeet gehen? Ich komme gleich, damit wir besprechen können, was zu tun ist. 2004 hat Eva Eberwein damit begonnen, Haus und Garten vor dem endgültigen Verfall zu retten. Den Garten hat die Biologin anhand alter Pläne selber rekonstruiert. Doch bei der täglichen Pflege braucht sie die Hilfe von Studenten. Hallo, Hubertus. Lass uns mal schauen, was wir hier an dem Beet machen können. Denn ich hätte gerne, dass wir diese Reihen hier frei haben. Weißt du? Hier und auf die zweite. Genau, hier ja. Diesen und den Zuckerhutsalat, hier zwischen auch die Rauke. Und hier, das ist der bittersüße Nachtschatten. Den sollten wir auch rausnehmen. Und hier die Ringelblume, guck mal, die hat Mehltau. Die ist einfach nicht mehr schön. Es hat einfach zu viel geregnet. Auch komplett rausnehmen. Die nehmen wir jetzt raus. Ne? Also richtig tief rausstechen. Das würde ich abschneiden. Das ist jetzt verblüht. Bis hier. Ne? Ja. So, das ist es eigentlich. Hesse zog von Basel an den Bodensee und träumte von einem naturnahen Leben auf dem Lande. Dazu gehörte für ihn ein üppiger Garten mit Blumen, Gemüse und Kräutern. Er schätzte wild wogende Beete mit zahllosen Dahlien, Astern oder Stauden. Doch der Dichter blieb nur 5 Jahre auf dem Land. Als Eva Eberwein fast ein Jahrhundert später hierher kam, waren fast alle Spuren davon verschwunden. Der Garten war kein Garten mehr. Das Grundstück war völlig überwachsen. Es gab hier und da ein paar Graszungen, aber die waren rechts und links eingefasst von Wäldern. Ich muss halt auch gestehen, dass ich von Zeit zu Zeit heimlich in diesen alten, verwachsenen Garten eingestiegen bin, mich hier still hingesetzt habe in die Wiese und gedacht habe, ach, wie schade und wie hat das hier wohl mal ausgesehen. Aber wiederum auch unabhängig von Hesse. Und ich hatte schon so eine Vorstellung, oh, irgendwann möchtest du mal in einem solchen Haus alt werden. Dass sie ausgerechnet in Gainhofen fündig wurde, war kein Zufall. Als Kind hatte Eberwein die Sommerferien hier bei ihren Tanten verbracht. Die hatten auch solche Gärten und Häuser. Die Helfer Hubertus und Burkhard füllen Samen von getrockneten Pflanzen ab. Ich habe hier noch mal eine Jungfrau mitgebracht. Okay. Aber jetzt machen wir erstmal hier die rote Melde. Das ist so ein Beispiel. Das heißt, die anderen Tüten wie immer stempeln, Name draufschreiben. Ein Tüten. Im Sommer ist der Garten offen für angemeldete Besuchergruppen. Die Samen sind ein begehrtes Souvenir. Der Name Hermann Hesse Haus ist dann natürlich definitiv oder bestimmt ein Grund, warum die Leute das ganz gerne mit nach Hause nehmen. Sind auch Sachen, die Hesse selber irgendwo angebaut hat oder die er benutzt hat zu der Zeit oder seine Frau, sag ich mal, in der Küche. So 10 Stück kann ich nicht sammeln. Lagerspuren.
Schon zu Hesses Zeiten gab es eine ökologische Bewegung. Die Lebensreform, die ein gesundes Leben in der Natur propagierte. Ganz in diesem Sinne wollte Hesse einen Selbstversorgergarten für den täglichen Bedarf. Schön und nützlich. Biologin Eva Eberwein weiß, dass man die schönen Dinge auch essen kann. Es gibt hier Blüten, die kennt man. Kapuzinerkresse, das weiß mittlerweile jeder. Die kann man wunderbar essen. Weniger bekannt ist, dass man die Phloxblüten essen kann. Die haben ja einen feinen, süßen Duft. Sie eignen sich nicht nur als Garnierung sehr schön fürs Essen. Man kann auch aus diesen Blüten sehr feine Blütensirups machen. Und genauso wie aus Dahlienblüten oder Dahlienblättern. Rosenblätter kann man auch wunderbar essen. Da kann man sehr feine Gelees und Sirups draus machen. Das ist wunderbar. Muss aber darauf achten, dass man das Grün abrebelt. Das kann man nicht so brauchen. Sie schmecken schon sehr unterschiedlich und können einfach eine sehr schöne Ergänzung sein für die Ernährung. Das Schwäbische Meer, wie der Bodensee genannt wird, ist ein beliebtes Segelrevier. Ganz im Osten, auf der bayerischen Seite bei Lindau, rücken die Alpen ganz nahe an den See. Der Lindenhofpark war früher das Herz des prächtigen Villengürtels an der bayerischen Riviera. Nach dem Krieg wurden Park und Villa an die Stadt verkauft und die Anlage ist nun öffentlich. Marigret Brass-Kestel ist eine direkte Nachfahrin des Gründers Friedrich Gruber. Vor 27 Jahren ist sie mit ihrem Mann Rainer Kestel in das alte Pfisterhäuschen am See gezogen, das sich bis heute in Familienbesitz befindet. Prima. Liegt da nicht lang rum. Es ist ja wirklich wahnsinnig, was hier schon herbstlich alles zugange ist. Aber schau, da sind diese Malven nicht rührend. Das sind die einzigen Farben, die wir hier drin haben noch. Aber es sind schon sehr, sehr viele. Und ja, so jedes Jahr mehr. Gut, also 2, 3 darfst du rausmachen und dich mit den Wurzeln plagen. Aber die meisten sind doch einfach nur nützlich und schön. Ja, schön sind sie, aber trotzdem ist es mir zu viel. Und sie vermehren sich enorm. Dieses Jahr das Doppelte. Aber wenn du sie willst, dann lassen wir sie einfach drin. Wäre man ja ein Idiot, also wenn man hier nicht glücklich ist, oder? Muss man. Das ist Verpflichtung. Wir haben uns damit abgefunden, privilegiert zu sein. Und es ist schon eine privilegierte Stelle, hier zu leben. Von daher ist es Glück. Es ist aber auch Arbeit. Aber angenehme Arbeit. Naja, und ja, es ist auch Verpflichtung sozusagen, also das zu erhalten. Weil, wie du sagst, das ist ein unglaublich schöner Ort, den wir ja so mit unseren ganz normalen Berufen, der Rainer ist Psychologe, ich bin Lehrerin, meine Brüder sind auch nicht Manager von riesen Weltfirmen, was hier ja sitzt, an die anderen am Ufer. Wir können es nur gemeinsam erhalten und das tun wir. Ah, so, das reicht. Hm? So. Ich schau das mal weg. Das war's für heute. Hm? Ja, aber da ist noch genügend zu tun. Ja, morgen wieder. Das Seegrundstück wäre wohl Millionen wert. Aber mit ihren 2 Geschwistern hat sie entschieden, dass sie den Familienbesitz erhalten wollen. Mit ihrem Mann wohnt Marigret Brass-Kestel im Erdgeschoss und die Geschwister nutzen in den Ferien oder am Wochenende die beiden oberen Etagen. Im Sommer, wenn die ganze Familie da ist, wird es manchmal voll auf dem Grundstück. Doch damit haben sie gelernt zu leben. Kriegst du noch einen Tee? Herrlich. So ganz warm ist der See hier doch nicht mehr. Gut. Hm? Ah, kann man's herrlich, aushalten, dass man so am Wasser noch sitzen kann um die Jahreszeit. Toll. Ja. Der Blick geht auf den majestätischen See. Er prägt den sonst eher schlicht gehaltenen Garten.
Insgesamt 7 Sitzgruppen sind über das ganze Grundstück verteilt. Die Orte sind bestimmt nach der Sonne. Also man wandert hier mit der Sonne. Und die anderen Tische, ja, die sind hier so verteilt, dass man eben nachmittags dann auch in der Sonne seinen Tee trinken kann. Und das ist hier natürlich ein ganz prominenter Platz, an dem wir da jetzt im Moment sitzen. Ui, sind die schön. Sind heuer einfach ganz besonders schön, diese Trauben. Ja, man kann ganz normale Berufe machen, wo es Ups und Downs gibt. Aber wenn man im Moment, wo man hier wieder ist, ist man einfach an einem besonderen Platz. Und also meine Einstellung war immer, dass einem da draußen in der Welt gar nicht so sehr viel passieren kann, weil man immer wieder hierher zurück kann und Kräfte sammelt und Anfechtungen irgendwie ganz anders bestehen kann. Zurück an der Höri. Als erstes hat Eva Eberwein Hermann Hesses Landhaus renoviert. Von außen und vor allem von innen. Das Erdgeschoss ist ein kleines Museum. Die Eberweins wohnen im ersten Stock. Das Zimmer von Mia Hesse. Viele Unterlagen oder Bilder stammen von der Familie des Dichters. Doch es gibt auch Fundstücke, die sie buchstäblich ausgegraben haben, als sie den Garten gestalteten. Mhm. Eva Eberwein zeigt sie einem Mitglied des Fördervereins. Vor allen Dingen, das können wir gut zuordnen und das natürlich auch. Das ist so eine Ofenkachel, die war auch im Garten, die habe ich im Südgarten gefunden. Das ist ja unglaublich schlicht und passt zur Lebensreform. Also genau zur Zeit hier, als das Haus gebaut wurde. Das ist authentischer für die Hessezeit als das. Ich hatte ja lange gedacht, das ist der Ofen gewesen. Ja. Ist er aber nicht. Glaube ich nicht. Das ist Steckborner. Ja. Nach 6 Jahren Arbeit an Haus und Garten beginnt nun langsam die Normalität, wenn es das gibt, wenn man in einem Museum lebt. Also für mich ist es einfach kein Museum. Ich bin aufgewachsen in einer Kultur von alten Häusern. Ich kenne das nicht anders. Und Hermann Hesse, er hat ja vorher mit seiner Frau in Basel gelebt und beide haben den Entschluss gefasst, raus aufs Land, ein einfaches, bedürfnisloses Leben auf dem Land wollten sie führen. Das heißt, die hatten da auch schon so ein paar Illusionen, was bedeutet denn Landleben? Und an den Illusionen sind sie letztendlich dann hier auch gescheitert. Das ist nämlich nicht so tosend, in Geinhofen zu leben, in einem 300-Seelendorf. Und die Straßen sind nicht befestigt. Und wenn es geregnet hat, versank man im Schlamm. Aber wie Hermann Hesse schreibt, wunderbares Licht, wunderbare Wolken, famose Menschen, schönes Obst und was auch immer. Ja, wo hast du denn die ganzen Bilder her? Ich habe Leute gefragt hier im Dorf. Ich habe auch Dinge bei eBay ersteigert. Hesses Studierstube ist Wohnzimmer und Archiv der Eberweins. Um den Garten zu rekonstruieren, hat sie zahllose historische Luftbilder gesammelt. Andere Details musste sie mühsam aus Büchern und Notizen zusammentragen. Also das sind so offizielle Sachen, die man aus dem Kreisarchiv bekommt. Und diese Dinge hier. Der Zufall spielte ihr eine kleine handgemalte Skizze zu. Der Gartenplan Hesses. Längst ist das Haus zu einer Pilgerstätte für Verehrer des Nobelpreisträgers geworden. Und da siehst du, wie hoch die Bäume geworden sind. Wir hatten neulich einen doch sehr ergreifendes Erlebnis. Da war ein vietnamesischer Professor hier, der sagte, es ist sein größter Wunsch, diesen Arbeitsraum zu sehen. Und er kam dann hierauf, hatte Tränen in den Augen und sagte, er würde gerne kurz alleine hier sein und in diesem Raum beten. Solche Dinge kommen eben auch vor. Hermann Hesse scheiterte bereits nach 5 Jahren an seinen Illusionen von einem romantischen Landleben am See. Er ging wieder zurück in die Stadt. Der Bodensee hat sie alle angelockt. Die Glückssucher, die Spinner und die Träumer. Ah! Ah!
Doch das glückliche Leben auf dem Land ist mit harter Arbeit verbunden. Bis ein Garten schön aussieht, müssen viel Schweiß und so manche Träne vergossen werden. Wolfgang Seethaler hat in Lindau seinen Beruf zum Hobby gemacht. Als Gartenarchitekt plant er aufwendige Gartenanlagen anderer Leute und verbringt trotzdem jede freie Minute in seinem eigenen Garten. Seethaler hat einen alten Bauernhof gekauft, mit Feldern und Wiesen drumherum. Verlockt hat ihn der freie Blick in die bäuerliche Landschaft. Sein Vorbild sind die alten Bauerngärten, wie man sie am See nur noch selten findet. Klar ist es hier ein Garten, der ist nicht für arbeitsscheue Menschen geeignet. Aber für mich persönlich liegt das Glück im Tun. Ich brauche meinen Liegestuhl eigentlich nur, wenn Gäste hier sind, für die Gäste. Ich muss meinen Garten in die Hand nehmen. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich für jemanden einen Garten mache oder ob ich für mich selbst gärtnere. Zum Bauerngarten gehört auch die Apfelernte im Herbst. Schau mal, da ist alles voll unter drin. Ja. Oh, das ist doch immer wie ein Festtag, wenn man das Obst runter tun darf. Findest du das? Leider ein paar Faule. Ja gut, die kriegen die Kühe. Ja. Die Obstwiese ist eigentlich die Kuhweide des Nachbarbauern. Doch Seethaler hat die alten Apfelbäume wieder in Schuss gebracht und der Bauer überlässt ihm gerne die Ernte. Nur die Kühe sollten sich nicht an der ungewohnten Kost verschlucken. Hat Wolfgang Seethaler für exotisches Gerät. Die Apfelpflücker sind eine Spezialanfertigung aus der Schweiz. Hier habe ich zwei auf einmal, das ist gar nicht so einfach. Ne? Dann verliere ich schon, das sage ich dir. So ist es. Ja, geht doch auch nicht schlecht, oder? Im Vergleich zu den Apfelpflückern mit den Säckchen hat man einfach den Apfel, den man anpeilt, richtig fest im Griff. Der fällt nicht runter. Das ist der eine Vorteil. Der weitere, dass man es vom Boden aus machen kann und bei niedrigeren Bäumen eigentlich keine Leiter braucht oder die Leiter entsprechend ein paar Meter verlängern kann. Also man muss nicht bis in die letzte Spitze. Aber mit diesem Stück komme ich rauf. Also schon ein Tick. Ist mir auch nichts zu teuer dafür. Gehen wir. Jo. Achtung, Kopf. Ja. Jetzt haben wir doch einen ganzen Korb, ne? Nicht schlecht, ne? Aber jetzt langsam, gell? Ja, das reicht für heute. Also das war für mich der Hauptmotivationsgrund, mich hier niederzulassen. Weil die Regel in 98% der Fälle, wenn ein Garten entsteht, ist zunächst einmal Sichtschutz und Abgrenzung erforderlich, weil man die Nachbarumgebung nicht sehen möchte. In diesem Fall ist oberstes Gebot, alles offen zu lassen, alles irgendwie mit einzubeziehen. Schau mal durch. Alles voll Flechten. Aber Flechten machen den Pflanzen nichts. Das ist eher ein Zeichen für gute Luft, sagt man. Können wir nichts dagegen machen, oder? Nee. Ist ja in Ordnung. Lassen wir so. Trotz seiner Liebe für das bäuerliche Ambiente hat der Gartenarchitekt auch Ambitionen. Max, Max, hey, kannst du mal kommen bitte? Ja, klar. Schau mal, du musst mir da die Flächen kurz schneiden. Das geht mit der Hand ja, schlecht. Alles klar. Von der Ecke da so okay, bis hier. Okay, mach ich. Hey, das ist ja echt Luxus jetzt. Sieht gut aus, oder? Achtung, ja.
Soll ich hier gleich weitermachen? Jetzt, ja, gerne. Die wachsen halt ein bisschen schneller, da musst du ein bisschen schärfer ran. Aber du spürst es, sobald das dicke Holz kommt. Alles klar. Die Hecken sind ein Experiment. Thuja-Hecken neben portugiesischem Lorbeer. Und auch die Form ist nicht gerade konventionell. Ja, sieht aus wie Resteverwertung, gell? Ist es aber nicht. Ich wollte hier einfach mal ein Heckenkonzept anwenden, das mir kein Kunde genehmigen würde. Nämlich ein Durcheinander zu pflanzen. Ich mag vieles allein gar nicht. Thujen sind langweilig, aber ich mag den Duft. Die Schönheit der Bayerischen Riviera erschließt sich nur vom See aus. Von der Landseite verbergen die riesigen Parkgrundstücke die Prachtbauten vor dem Blick neugieriger Spaziergänger. Das Pfisterhäuschen am See gehörte zum Ensemble des Lindenhofparks. Marigret Brass-Kestel muss nur noch ein paar Schritte gehen, um zu der Villa ihrer Vorfahren zu kommen. Das sogenannte Schweizer Haus war früher ein Wirtschaftsgebäude. Im Park liefen Kühe. Es wurde Landwirtschaft betrieben, um den Garten zu beleben. Der Gründer Friedrich Gruber propagierte die recht moderne Idee von einer tätigen Muße. Arbeit im Garten, an der frischen Luft. Seine Reichtümer hatte Gruber im 19. Jahrhundert mit dem Textilhandel gemacht. Er verkaufte Baumwolle aus Manchester an italienische Stoffmanufakturen. In Genua hatte er seinen Geschäftssitz. Italien war eigentlich das anstrengende Land. Das war das Land, wo das Wasser nicht sauber war, wo man also Cholera und sonst was aufschnappen konnte. Das war das Land, wo es im Sommer sehr heiß war. Und Genua, da hatten die Grubers zunächst gemietet, dann gekauft, einen großen Palazzo, den es heute immer noch unter dem Namen gibt. Aber der war recht ungemütlich. Die kleinen Kinder hatten Frostbeulen dort im Winter, weil das Ding schlecht zu heizen war. Dann war da eben die Arbeit und das Geschäft, während hier war Muße. Das war mit Sicherheit der Traum des gesunden und entspannten Lebens. Wie üblich, alles was hoch wächst und nicht an die Büsche gehört, also an den Buchs gehört, hier die Brombeeren bitte runter und die Winden und halt furchtbar auf die Hände aufpassen, die Brombeeren stechen so widerlich. Und dass von dem Buchs bitte hinterher auch noch was übrig ist, dass das nicht alles abgekracht. Ja gut, verteilt euch einfach, die einen hierhin und die anderen da. Der Förderverein des Lindenhofparks legt regelmäßig selbst Hand an. Die Stadt Lindau ist für bayerische Verhältnisse arm. Um die Hecken von den Winden zu befreien, hat das Grünamt kein Geld. Alle hier wohnen in der Nachbarschaft und freuen sich, ihren Park zu erhalten. Ist vielleicht doch noch jemand ein klein bisschen größer. Der Erhalt des Familienerbes ist für die Vorsitzende eine Herzensangelegenheit. Wir haben das Glück, weiterhin in dieser Umgebung zu leben. Man hat eine moderne Konstruktion, dass der große Besitz öffentlich ist, weil man ein Millionär sein müsste, um ihn zu erhalten, sind wir alle nicht. Ich habe das Bewusstsein, aber doch von dieser Tradition und von dieser Familie. Ich habe sehr viele Familiendokumente und identifiziere mich wahrscheinlich schon mit dieser Art Familie. Ist ja auch nicht so schwierig, die sind alle ziemlich sympathisch. Also meine eigene Tochter heißt auch wieder Julie, so wie meine Ururgroßmutter. Da sieht man es eigentlich ganz deutlich. Der Förderverein belohnt sich an diesem Tag mit einer Bootstour entlang der prachtvollen Villenlandschaft. Ein echter Geheimtipp.
am traumhaften Bodensee.